Herzlich willkommen zu unserem Ukraine-Abend. Mein Name ist Ivo Georgiev, ich bin Osteuropa-Referent der Stiftung. Im Namen der Gastgeber des Osteuropa-Referats der Stiftung begrüße ich euch zu dieser Veranstaltung. Wir haben diese Veranstaltung sehr kurzfristig geplant und ich bin froh, dass wir diese Gelegenheit hatten, Gäste aus Kiew, aus der Ukraine, spontan einzuladen. Wir haben Kulturschaffende und Künstler eingeladen, die auch einen engen Bezug zur Maidan-Bewegung in der Ukraine haben. Einige meiner Gäste waren oft dort, haben die Prozesse begleitet, beobachtet, fotografiert, analysiert und jeder von Ihnen hat versucht, auch diese Bewegung künstlerisch zu verarbeiten und die ganze Atmosphäre aufzunehmen und zu verstehen. Wir werden im Laufe des Abends die Zeitschrift Prostori Documenting Maidan vorstellen. Und dann in einem zweiten Schritt wollen wir diese Dokumentation zur Maidan-Bewegung auch zum Anlass nehmen, um weitere Fragen zu stellen und zu beantworten, weitere Fragen über die Bedeutung dieser Bewegung, über die Konsequenzen für die ukrainische Politik, für die internationale Politik. Diese Bewegung auch mit ihren tragischen Folgen, mit den Todesopfern und Verletzten, hat das Land verändert. Darin sind wir uns, glaube ich, alle einig. Wir wollen in dieser Veranstaltung die Binnenperspektive aus der Ukraine mit der Wahrnehmung aus Deutschland und auch in der westlichen Berichterstattung konfrontieren oder versuchen, eine Brücke zu schlagen zwischen der Binnensicht und der Außensicht. Wir wollen alle uns ein besseres Bild machen über diese widersprüchlichen Ereignisse, die uns alle überrascht oder gar schockiert haben aus Kiew und aus anderen Teilen des Landes. Es ist ja kein Geheimnis, dass hier in Deutschland und insbesondere unter den Linken sehr kontroverse Diskussionen über die Einschätzungen zur Maidan-Bewegung gab. Die Maidan-Bewegung wird von einigen als ein faschistischer Aufstand, nur um eine sehr radikale Position zu nennen, bewertet. Andererseits ist es aber auch eine soziale Bewegung mit sehr starken sozialen Forderungen, die dahinter stehen. Es ist auch eine Bewegung, die die Menschen zu Selbstorganisation gebracht hat. Und unsere Autorinnen haben sich auch für diese Veranstaltung den Titel »Vom Protest zur neuen Gesellschaft« ausgewählt. Insofern bin ich sehr gespannt über der Vorstellung des Heftes. Es ist aus meiner Sicht nicht selbsterklärend, diese Entwicklung vom Protest zur neuen Gesellschaft. Was wir zurzeit eher sehen, beobachten in der Realpolitik, ist eine Entwicklung von einer Protestbewegung zur Loslösung von Teilen des Landes. Es sind Ereignisse, die sehr widersprüchlich erscheinen, Ereignisse, über die wir auch verschiedene Informationen und verschiedene Sichtweisen bekommen. Wir haben es versucht, bei uns im Referat zu reflektieren. Mittlerweile haben wir auch ein Dossier eingerichtet für diejenigen von euch, die sich stärker für das Land interessieren. Kann ich den Link auf den Link hinweisen, www.rosalux.de/Ukraine. Da haben wir einige Texte versammelt, die uns, glaube ich, hoffe ich, allen helfen können, uns ein besseres Bild über die Situation, über die gegenwärtige Situation in der Ukraine zu machen. Die Zeitschrift Prostori, diese Ausgabe Documenting Maidan, wurde bereits vor wenigen Tagen auf der Leipziger Buchmesse vorgestellt von unseren Kolleginnen und wir haben uns im Anschluss dieser Präsentation auch gedacht, es wäre doch hervorragend, wenn wir das auch in der Stiftung vorstellen können.
Ja, schönen guten Abend. Während Ivo gesprochen hat, habe ich mir einfach gedacht, also ich habe jetzt während den letzten 3 Monaten sehr viel gelernt, vor allem als Übersetzerin, der immer irgendwie Worte oder Wörter fehlen und eher so die von der Muttersprache einfallen, habe ich gelernt, und das ist das prägnanteste Wort für mich von der letzten Zeit, die Überholung. Ich fühle mich ständig überholt von den allen Ereignissen, die in meinem Land jetzt stattfinden. Und das andere Wort, das ich seit langem gelernt habe und das auch für diese Zeitschrift auch prägnant ist, also ist das Wort der Raum oder Räume. Da, weil Prostori, die manchmal als Prostori oder sowas ausgesprochen werden, also bedeutet aus dem Ukrainischen eigentlich Räume. Wir haben mit dieser Geschichte vor 5 Jahren angefangen, als wir alle am Lehrstuhl für Weltliteratur an der Linguistischen Universität in Kiew gearbeitet haben. Und wir haben uns einen anderen Raum gewünscht für den Austausch, für ein bisschen mehr Theorie vielleicht, für anders denken als das in einer staatlichen Universität, in einer etwas verkrusteten Form normalerweise abläuft, immer noch bis vor kurzem abgelaufen ist. Wir sind eine Zeitschrift, die im Durchschnitt 2-mal im Jahr erscheint, also und wird ausgegeben von einer kleinen, relativ überschaubaren Initiative, die sich zum Ziel macht, auch horizontal zu arbeiten. Das heißt also, wir haben keine Chefredakteure oder Redakteurinnen, sondern wir arbeiten in Abwechslung. Also diesmal war Evgenia die Chefredakteurin für die Ausgabe, ein anderes Mal war das jemand anderes oder eine andere Person. Wir geben die Zeitschrift normalerweise ein bisschen dicker aus und in 2 Sprachen. Wir haben schon alle durch die Ereignisse in der Ukraine erfahren, also dass das Sprachenproblem, obwohl populistisch, aber sehr wichtig auch für die Ukraine ist. Und wir haben noch vor 5 Jahren angefangen, prinzipiell auf Deutsch, auf Russisch und Ukrainisch zu publizieren, weil wir als Team eigentlich auch immer bilingual sind und finden, dass beide Sprachen im Land frei funktionieren dürfen. Ja, ich glaube so zum Prostori, das wäre alles ungefähr. Möchtest du fortsetzen? Danke. Vielleicht soll ich die Zeitschrift vorstellen. Es geht um die neue Nummer, die heißt Documenting Maidan. Als wir diese Zeitschrift planten, haben unsere Pläne sich mehrmals verändert. Wenn unsere Diskussionen in der Redaktion stattfanden, gab es sogar Stimmen, die sagten, jetzt dürfen wir keine Zeitschrift machen. Es kommt die Zeit, wenn keine Zeitschriften gemacht sein dürfen. Es ist die Zeit, wo wir einfach auf die Straßen gehen sollen oder in die Krankenhäuser gehen sollen und nicht zu veröffentlichen. Und ich war sehr überzeugt, wir müssen etwas machen. Wir müssen doch eine Zeitschrift herausbringen, aber diese Briefe haben mich doch zum Zweifel gebracht. Es war wirklich so eine Zeit, wo man denkt, dass man keine systematische, reflexive Arbeit durchführen darf oder kann. Und ich denke, gerade deswegen gibt es, oder vielleicht deswegen gibt es so viele sehr seltsame oder sehr umstrittene Spekulationen über Maidan, weil diese Zeit immer noch dauert. Und das ist eine sehr komplizierte Zeit für alle, die versuchen, diese Situation als Ganzes zu analysieren. Dieses Ganzes existiert nicht. Dieses Ganzes wird ständig durch weitere Tragödien oder weitere sehr intensive Situationen oder Erlebnisse unterbrochen. Also, Documenting Maidan. Wir haben uns entschieden, wir machen eine Art des Tagebuch, es ist eine Metapher für dieses Magazin, also eine Art der Dokumentation. Wir dokumentieren das, was Literatur oder Kunst mit diesem Problem machen kann, unmittelbar inmitten dieses Problems sich befindend. Also nicht von außen, sondern von drinnen. Es gibt keinen Anspruch an eine Systemanalyse oder eine Schlussfolgerung, was ist Maidan? Was bedeutet Maidan? Was bedeutet dieser Protest? Was bedeutet der Krieg, den wir plötzlich führen oder nicht führen? Nein, diese Antwort geben wir nicht. Aber wir versuchen,
den die unsichtbare Bilder und ungehörte Stimmen, wir versuchen denen den Platz zu geben. Das war unsere Aufgabe. Auch leise Stimmen, die vielleicht nicht mit Mainstream, das über Maidan ständig umkreist, zusammenfallen. Also diesen Stimmen Aufmerksamkeit zu schenken. Und ich denke, wie ich es jetzt sehe, es hat uns gelungen. Obwohl es gibt auch jetzt solche Diskussionen in unserer Redaktion. Wir streiten, ob diese Nummer, diese Ausgabe, die auch so einfach gedruckt ist, sehr schnell gemacht wurde, ob diese Ausgabe noch länger aktuell sein kann. Ob Worte, die sogar ein Schriftsteller über diese Situation sagt, ob sie nicht sehr schnell ihre Aktualität verlieren, weil wie ihr weiß, sogar heute gibt es ganz erschöpfende Nachrichten aus Kiew. Ja, es ist eine Riesenfrage, das werden wir alle besprechen heute mit euch zusammen, wie diese Diskurse entstehen, was bedeutet Aktualität in diesem Kontext. Für mich sind diese Texte wichtig und ich denke, nur weil sie keinen Anspruch auf dieses hierarchische Schlussfolgerungsbildung haben. Ich denke, deswegen werden sie lange leben und können immer wieder für uns interessant sein und über etwas zeugen. Und noch ein kleiner Satz über allgemeine Konzeption. Die Geschichte läuft sehr schnell, wie Nella gesagt hat. Und wir vergessen sehr schnell, was gestern passierte. Das, was passiert heute, ist mächtiger, ist stärker und ist emotionaler. Wir vergessen, und das, was wir vergessen, wir können nicht zu diesen Ereignissen zurückkehren. Und dieses Zurückkehren, das kann uns Literatur geben, das kann uns auch Kunst geben. Und deswegen denke ich, ja, das war unsere Aufgabe mit dieser Ausgabe. Und es ist interessant, was ihr als Leser, wenn ihr das lesen werdet, darüber denkt. Ja, jetzt sprechen wir über Weiteres. Danke. Wie Jenny bereits erwähnt hat, also das ist eine Zeitschrift, die Kunst und Literatur verbindet. Und ich finde, für uns alle ist es wirklich ein Moment gewesen, also die Arbeit an diesem Heft, die Zeit für sich ein bisschen langsamer zu machen, also dass man sich einfach irgendwo anhalten kann und sich umschauen kann. Also was passiert in der Welt um uns herum, was passiert auch in uns mit allen diesen Veränderungen, die so plötzlich und rasch angerückt waren. Deswegen haben wir versucht, in der ersten Linie eine Art Chronologie aufzubauen. Das war genau dieser Moment des Verschwindens der Zeit, in der man überhaupt keine, also ich habe vor kurzem so Kolleginnen gesagt, also ich arbeite für die Stiftung seit ein paar Monaten und dann habe ich mit Verwunderung festgestellt, also es ist über ein halbes Jahr schon. Und das ist genau für mein Empfinden von der Zeit, die abgelaufen ist. Also die irgendwie, die verändert ihre Qualitäten so schnell und so stark, dass man sich einfach verliert. Deswegen haben wir versucht, genau diese Chronologie aufzubauen von den wichtigsten Ereignissen der ersten Hälfte der Proteste, angefangen von Euromaidan im November bis fast Ende Dezember. Am 24. Februar, Entschuldigung, haben wir den Punkt gesetzt. Das war genau der Moment, an dem die tragischen und dramatischen Auseinandersetzungen auf dem Kiewer Hauptplatz Maidan aufgehört haben. Und es sind schon aber die ersten Nachrichten über die damals noch die Krise auf der Krim gekommen. Und somit haben wir versucht, für uns auch eine Art Narrativ, eine Art Geschichte abzuschließen und haben auch ein paar Dichter und Autoren, Autorinnen eingeladen, also mit zu dokumentieren. Von der literarischen Seite sind da sehr unterschiedliche Formen. Da sind Gedichte, da sind so Momentaufnahmen der unterschiedlichen Zustände, die alle datiert sind. Und für uns alle, die da in der Situation gesteckt haben, war es wahnsinnig wichtig, an welchem Tag ist einfach der Schnee gefallen. Weil es bedeutet ja sehr viel für die Leute, die da auf dem Hauptplatz bei -7 oder -8 unter Wasser gestanden haben in der Nacht und gefroren haben und irgendwie sich wirklich
die Gesundheit aufgeopfert haben, zum Beispiel. Oder plötzlich, als es nicht mehr geschossen wurde oder nur noch geschossen wurde und sowas. Dabei sind das in der Literatur sehr interessante Formen, die entstehen. Also es ist natürlich eine Frage, wie kann man Literatur in diesem Zustand schreiben? Worüber kann man schreiben? Und wie wir feststellen, also man kann natürlich nicht diese große Perspektive aufbauen, wo man von oben nach unten schauen kann, sondern man schreibt wirklich so aus der subjektiven Perspektive über die eigenen Momente, über das eigene Befinden in der Situation. Das kann vielleicht nur noch die Poesie, die Dichtung oder vielleicht auch die Kunst. So, is it okay if I speak in English or you prefer Russian with translation? Okay, so I'll tell like a few words about the visual idea of this issue of prostory. So our main intention was to create a different discourse, a different visual rhetorics from the photos that had invaded the press of the West, and you all have seen them, the very bright and very eloquent photos from Maidan, but they were so eloquent that probably the sense and the interpretation was not here. So this kind of narration that was present in the press was somehow monologous in its nature. So our idea was to try to provide a different point of view, more personal, coming from a personal documentation of what was going on. So we selected some graphic works, for instance, of personal mapping or mind mapping of Maidan by Aleftina Kahidze, or some mysterious watercolors by Vlad Duralko, or dealing more with her dreams or presentment of the war or presentment of the violence than about real documentation, like photo documentation. And also we have some works by Dan Perjovci, right? Perjovci, he's a Romanian author, and he was not on the Maidan when all that happened. But this is a kind of visual and textual work with what he was actually seeing on the screen, on TV screen, or in the press. So this is a kind of game or with both visual and verbal elements. And also we have some graphic documentation by Ladana Konechna, starting with a photo, the black and white photos, but by then becoming graphic because well, this was her personal way to try to enter the photography and black and white photography. So well, you will see the whole issue and how it's all is working with a text. And for my opinion, the idea of the deconstruction of this narrative from the press and from the this bright and very seductive and maybe very sexy documentation of what was happening on the streets. And so the idea was to deconstruct this image and to create something more personal, maybe something more ambiguous and something more complex than these very bright photos from, you know, from like the world press photo or something else.